und hallo und herzlich willkommen zurück hier im wilden Alaska mit den wilden Kämpferinnen und dem wilden Kämpfer. Da wäre dann die Andrina, die Miri, die Manu und der Heiko. Hallo ihr! Hallo! Hallo. Wir wollen dann wieder weiter gucken, dass wir überleben. Das ist gar nicht mehr so schwer wie am Anfang noch. Es wird jetzt nur schwerer, weil man jetzt mal sich mal gegenseitig ins Messer laufen kann. Mal eine Frage an dich. Die Base, in der wir hier gerade standen, heißt Eiches Grottenbase. Uns fehlt, wir wissen, dass Manu Eiche war, aber uns fehlt der Kontext dazu. Glaubst du, das weiß ich noch? Du also kannst doch nicht einen Alzheimer-Patienten nach Dingen fragen. Wieso, vor allen Dingen, wieso muss ich die Eiche sein? Wer sagt das überhaupt? Du hast die Frage jetzt selbst beantwortet. Das hast du selber dir gegeben, Manu. Eiche irgendwie. So. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich. Also da müsste man echt die ersten Folgen nochmal gucken, wenn wir da in der Grotte waren. Also ich meine, das war gewesen, irgendwie, dass ich gesagt habe, ich bin doch nicht Eiche, da sieht ganz hinter dir her noch, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da hast du irgendwie zu einem anderen gesagt, kannst du mich Eiche nennen. Ombis war da sowas in der Richtung. Aber ich bin sauer. Eiche ist doch, glaube ich, ein türkischer Vorname, ne? Gibt's den wirklich, ja, ne? Eiche? Ja, klar. Ja, ja. Da ist ein Kristall, guck mal. Nee. Die wird aber auch schon mal so genommen, so, ne? Für Putzfrau Eiche, ne? Irgendwie genau, so. Genau. Ja, ich sehe den Kristall ne? gar nicht. Du siehst den nicht. Ich sehe den Kristall nicht. Der war ich habe den ja auch weggehauen. Nein, während du draufgehauen hast. Moment, Level 3? Gibt's hier bei Level 3 schon ein Ei? Ein Ei? Ja, ein Ei. Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt hier hoch, oder? Ja. Würde ich jetzt zendieren. Ich verlaufe mich hier. Ich auch. Warum? Aber das macht nichts. Ihr wolltet ja, weil eine große Runde machen, dann hochkommen. Ist es anders? Ist größer. Ja. Ich will die Tasche, Bär, hau ab. Weg. Bring noch die weiter. Bär mit und dann kannst du auch die Tasche haben. Ach, was soll ich denn? Der Kühlschrank platzt uns aus allen Nähten. Ich will nicht die ganze Munition verballern hier. Du musst das wie Miri machen. Du brauchst noch einen Kühlschrank. Ja, ich bin ja, aber bevor ich das mache, das ist tatsächlich mein Plan, ne? Aber bevor ich das mache, sorge ich erstmal dafür, dass wirklich Strom im Überfluss generiert wird. Ja, ach, jetzt kommt dieses blöde Bärentier zurück. Es ist zum Kotzen, echt jetzt. Das ist aber sehr steil, ne? Wenn ich mir die Haxen breche, dann ist ja, das du los. Solltest dann vielleicht das Bärentier dann rauchen umieten, ne? Ja, oder so. Aber ich will nicht. Was soll ich mit den ganzen Bären? Also das mit den Pilzen, dass die ein Ablaufdatum haben, finde ich scheiße. Aber weißt du, wenn das so steil ist, Manu, dann raucht doch noch ein paar Pilze, dann kannst du runterfliegen. Nimm doch den Gleiter mit, ist doch kein Problem. Ja. Und wenn du keinen hast, Pilze rauchen, hast du Gleiter. Hab ich Gleiter mit? Nö, hab ich nicht. Ja, so hopp doch. Ist alles fertig schon? Gar keinen. Stimmt, war anderer Spielstand. Wie viel ist das jetzt hier? Unglaublich. 12, dann mache ich noch 3. Nee, ich könnte noch 8 machen, ne? Woher weißt du eigentlich, ob ich einen Gleiter habe oder nicht? Was ist das? Weil du mal meine Folgen guckst, oder? Klar. So was habe ich nicht, oder? Nee. Da ist der eine Zuschauer, der da mal klickt. Hab ich nicht. Ich habe sowas alles nicht. Ne? Überhaupt nicht. Sie sind keine Pilze. Da ist Kohle da vorne. Ja, aber hier, aber Kristalle sind hier keine. Ja, wenn du die alle wegrauchst. Hier rauche ich auch. Gleiter, da ist das Ding. 6 Federn braucht man dafür von diesem komischen Fischklau-Reiher da. Ja, du hast ja sowieso noch eine Rechnung mit ihm offen. Ja, und aber das ist ein anderer Spielstand. Was muss man machen mit den Federn? Für was braucht man die? Für den Gleiter. Ach so. Nicht das Gleitgel, den Gleiter. Ah. Das ist wie CPU mal Paste. Was? Ah, hallo. CPU Paste. Ja. Ich habe eine Spitzhacke in der Hand. Ich würde mich an deiner Stelle von mir fernhalten. Ich habe schon mal getötet. Ja. Mehrfach. Einfach. Wir sind zu viel. Das Tier ist ja auch noch nicht wieder da. Da unten ist aber noch eine Kohle. Weil, ne? Kein... Ey, du bist massenhaft weg von mir. Lass mich in Ruhe, du. Natürlich nicht.
Ja, Kohle, ja. Aber, ne? Wenn wir zu Hause sind, vielleicht, dann gehen wir gleich nochmal los. Ey! Wow! Ja, einmal, ja, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu früh. Leute? Ja. Ja. Der Wolf läuft über die Plattform. Oh. Ja, sowas kommt vor. Auf Frechdachs. Ja, manchmal macht der noch, kommt sowas vor, ja. Er ist hinter mir auf die Plattform drauf. Aber nur für einen Moment oder für lange? Ach, das geht da runter. Ach, hier ist die Lava. Schon krass. Oh. An der Plattform hier oben ist ein Kristall. Und da hinten sehe ich, glaube ich, neben dem Kristall sind ja Pilze. Wo bist du? Ich bin im Weg. Da. Phosphor, ich sehe Phosphor. Aber Pilze sehe ich nicht. Und was das Schöne war, als ich den Wolf hatte, kam hinter mir, habe ich dann den Bären gehört. Oh. Aber normalerweise laufen die doch nicht über Plattform. Die laufen eigentlich nicht. Der ist wirklich hinter mir her auf die Plattform drauf, hat mich dann gehauen. Das ist krass. Ich in der Ecke stand. Also wirklich. Das Einzige, wo ich das festgestellt habe, ist, wenn man springt. Ich bin nicht gesprungen. Ist mir das schon mal passiert. Also ja, wenn ich gesprungen bin oder so, ist mir das schon mal passiert, dass sie dann irgendwie, warum auch immer, auf der Plattform oder mit auf die Plattform kommen können. Kannst Phosphor. Du mir mal verraten, warum du rennst wie so eine Irre? Die Pilze stecken an. Bin ich gerannt? Ich glaube auch, sie hat da schon wieder inhaliert. Halt! Ich muss erst mein Prügel ziehen hier. Wo, Fledermaus? Komm her und stirb! Ja. Okay. Level 2. Aua! Kackbratze! Der wird ja was sauer, echt. Ich kann mit dem Gewehr nicht schießen. Es sei denn, sie hängt. Die ist aber fast tot. Ja, ich weiß. Komm die zurück! Komm her und stirb! Wie ein Mann, du blutest immer noch! Keine Zeit zum Bluten. Keine Zeit zum Bluten. Die blutet hier den ganzen Boden voll und sagt, keine Zeit zum Bluten. Mach dir jetzt einen Verband dran! Ja, bin auch schon dabei. Was ist denn das für ein bescheuertes Hühnchen? Du sollst aufhören, hier Haken zu schlagen. Ich will dir fangen. Komm her, dich nicht. Na, geht doch. Das war jetzt aber auch eine schwere Geburt. Naja, Geburt, ich würde eher sagen, fast das Gegenteil, aber I hops kriegt. Sehr gut. Ja. So, warte, ich muss erst hier nachen. Hat Manu jetzt bei euch auch die Worte verschlungen? Nee. Er ist verschlungen? Ich weiß es nicht. Ich? Oder ja. Wer? Nein. Ein Crystal. Crystal. Von der Post. So. Guck mal da, Kohle. Kohle. Nein, Kohle. Ich schenk dir einen Strauß aus Kohle! Kohle! Ein schöner Kohlenstrauß. Wie du gerade gesagt hast, Grit, du atmest. Zu schnell? Nein, zu laut. Jojo. Oh Mann. Herrlich. Also Kohle ist hier wirklich ein Mast, ne? Du nur kannst dir nichts dafür kaufen. Nee. Ein graues Haar. Da. Ich muss Ohrwürmer aufrechterhalten. Ja. Das war pur. Richtig. Ja. Man hat mir erzählt, dass man am Morgen so aufgewacht hat mit diesem Ohrwurm. Den muss ich aufrechterhalten. Wieder geht ein Jahr.
Wie geht's jetzt weiter? Danke, klar. Alles klar. Alles Gute, danke, klar. Achso, noch ein Grund zu feiern. Ja, ich war auf hier in Kiel auf ein Pur-Konzert damals, als er Geburtstag hatte, hier, der Engler. Da haben wir ihm noch ein Ständchen gesungen. Auf der Tour mittendrin. Hm? Fledermaus. Halt! Ja. Halt! Stehen bleiben! Papiere, Ausweis, Fahrzeugpapiere. Der hat mich gebissen. Oh, und wenn ich euch sage, dass ich hier aus der Ecke komme. Das zum Thema, die ist nicht wieder da. Ja, das ist eine andere. Woran kannst du das sehen? Das hat eine andere. So, so, jetzt kommt gerade. Oh, ich sehe Pilze da hinten. Die hat schon ganz unruhig. Geh weg! Da springt die, weißt du, die springt vor und sagt so, wenn ich mir das Genick breche. Und jetzt springt sie über so ein riesen Teil runter. Die rennt an der Fledermaus, an der toten Fledermaus vorbei, um die Pilze zu holen. Natürlich! Das ist wichtig, wahr. Es ist echt nicht wahr. Das ist einmal wieder lecker Abendessen. Also, ja. So. Die ist an der Fledermaus vorbeigelaufen. Ja, die bleibt ja noch einen Moment länger tot. Ja, das kann passieren. Ist schon klar, dass die wegspawnt nach einer Weile, ne? Ja. Ja, und Hauptsache die Pilze, die spawnen nicht weg. Ja, aber die Pilze sind ja noch dran, also werden, glaube ich, weniger schnell wegspawnen als... Oh, ich höre es hinter mir, knatscht die Pilze. Oh, ist das widerlich. Oh, wie krabbelt's gerade über den Nacken. Magst du keine Pilze? Jetzt mal. Ich liebe Pilze. Aha. Aber nicht, wenn die diese Geräusche machen, wie sie die gerade hinter mir gemacht hat. Also. Warte, jetzt mal ganz im Ernst, was ihr mal machen müsst. Jetzt real, ne? Das ist super klasse. Ich kaufe mir manchmal diese Champignons, möglichst große. Gibt es ja manchmal in Schalen, die fast schon faustgroß sind. Und dann füllen. Nee, und dann mache ich die einfach in Alufolie und lege die auf den Grill. Das ist ein Genuss, da kommt so richtig das Pilzaroma dann darin. Da sammelt sich so eine Flüssigkeit auch drin, wenn die dann eine Weile gegrillt sind, ne? Super lecker. Super lecker. Olli geht ja gerne auf die Kirmes, ne? Und jedes Mal bettel ich, er möchte mir eine Pilzpfanne von der Kirmes mitbringen. Oh, ja. Nee, und nee, die wird bis zu Hause, ist die ausgelaufen, nicht da runterspringen. Bis zu Hause ist die ausgelaufen und so, ne? Und dann waren wir doch bei Manu in Düsseldorf. Und da war dann auch Kirmes, ne? Und da sagt er so, weißt du was? Du bleibst hier im Auto sitzen, ich hol dir. Das ist nicht so weit wie bis nach Hause. Wir haben keinen verfickten Parkplatz gefunden. Ja, das ist ja auch Düsseldorf. Ja, das finde ich. Oh, ich war so sauer, weißt du? Das war meine Chance, endlich mal eine Pilzpfanne von der Kirmes zu kriegen. Gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel immer. Gibt es auch. Ja. Genau, auf dem Weihnachtsmarkt schön. Ja, ja, aber ich gehe halt nicht, im Gegensatz zu Olli, gehe ich halt nicht gerne auf diese Märkte, wirklich nicht. Schön Knobi-Soße ist ja da immer dran. Also deswegen bettel ich ja immer, dass er mir das mitbringt. Aber er sagte immer, nee, bis zu Hause, das sifft und dann ist das ausgelaufen, bla. Ja, Aber da magst du den Knobi, weil da ist der Ohren. Ja. Knobi ist was Geiles. Nein, Knobi ist eklig. Lecker. Mach ich mir auch gerne mal direkt frischen Knoblauch in die Knoblauchpresse und dann so in mein Söschen so. Oh. Ja, mach ich auch. Oder in Joghurt, was man machen. Joghurt und dann so. Was, in Joghurt? Ja, du nimmst also Weißjoghurt, ganz normalen weißen Joghurt, aber nicht mager, sondern Vollfett. Und dann so ein bisschen Knobi da rein. Weißt du, ein bisschen Salz. Was sagst du? Aha. Reinlegen. Ach nee, wir essen ja. Das ist dann so ein bisschen Richtung Tzatziki oder sowas. Ja. Wollte schon sagen. Weil sonst ist. Und wenn du das nimmst, du irgendwas, das ist so. Wirklich, ich glaube mir, das ist wahnsinnig lecker. Ja. Ein bisschen Salz noch dazu und das war. Ist echt richtig lecker. Kannst du allen möglichen essen. Was weiß ich, Kartoffeln, Hähnchen, egal. Ja. Ja, ich mag Pilze tatsächlich, aber diese Geräusche in diesem Spiel sind jetzt nicht die Essgeräusche für Pilze. Okay. So, jetzt hat sich das mal ein bisschen gelohnt. Was habe ich denn jetzt hier? 8-mal Kupfer, 11-mal Eisen, 4-mal Zink. Na bitte, ich war hier schon ein paar Mal, war das alles nicht so das Gelbe vom Ei. Weil ich habe nämlich schon seit ein paar Folgen kein Kupfer mehr. Oh, das erste ist schon fertig. Ich esse eins. Danke. Oh, ja. Andere ist auch schon fertig. Ja, okay. Los, dann gehen wir gleich noch eine Runde und dann ist... Ja, weil jetzt müsste ja dann auch was nachgekommen sein. Ne? So. Ich erwarte, wenn ich nach Hause komme, dass meine Pflanzenbeete gegossen sind. Ach du Scheiße. Was du nicht alles für Erwartungen hast. Das Problem ist, dass keiner das machen kann.
Wieso nicht? Ihr könnt zwar mir alles wegflippen, pflücken, aber ihr könnt nicht in meine. Nee, ich glaube, das ging nicht, ne, Heiko? Doch, gießen geht. Sag doch nicht so weit. Jetzt müssen wir das machen. Eben, es bewölkt gerade ein bisschen. In 3 Tagen wird es regnen. Nein, nein, das Wasser müsste noch reichen, bis wir wieder da sind. Ja. Und wenn, die gehen ja nicht kaputt, wenn die kein Wasser haben. Da hinten stehen Pilze. Da wird kein Dürrobst draus. In dem Fall Gemüse. Dörrgemüse. Ach, Tomate ist der Obst, stimmt ja. Das ist Gemüse, ne? Dörte. 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 Und Dörte röhrte. Oh, guck mal. Sind die nicht wund? Schön. Ja, schön. Hm? Hat sie dir wieder die Pilze vor der Nase weggezupft? Ich wollte den Zuschauern mal einen Pilz zeigen. Das kannst du knicken. Da musst du sie erst fesseln, knebeln. Niederknüppeln. K.O. schlagen. Genau. Wie war das mit meiner grenzenlosen Liebe? Ja. Sie tritt ja, wieder in Kraft. Die Betonung liegt auf wahr. Wahr. Wow. Wieso darf ich den noch nicht knüppeln? Jetzt darf ich. Ich muss es nicht verstehen, warum ich der gerade, den ich noch nicht gekloppt hatte, nicht drauf hatte. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Server wieder so ein bisschen Schluck das auf hat. Muss ich nicht ein bisschen verstehen. Mit, ja. Ein bisschen, hatte ich vorhin auch, also... Ja, aber hier ist wirklich... Also musst du mitrechnen, Miri. Ja, können wir auch gleich nach Hause gehen, ne? Also ich muss auch damit rechnen, dass ab sofort Wölfe über Plattformen laden. Plattformen laufen, ja. Irgendwas, der hat, glaube ich, Schluck auf. Hm, hatte ich hier noch was? Nee. Ah, das war nix. Das war nix. Weil man explizit auch noch drauf achtet, dass man nicht auf die Plattform springt, ne? Ja, weil man das ja eigentlich weiß, ne? Ja. Was aber auch witzig war, als ich in die Richtung gelaufen bin, Richtung Telefonzelle, war da kein Bär. Plötzlich stand da ein Bär. Ja, der ist nach dir gespawnt, ne? Hm. Der weiß, was ich gehört. Der kommt erst nach dir. Ich hat auch gedacht, die hat schon genug Tode auf der Uhr. Lass sie mal in Ruhe. Nee, der hat sich gedacht, lecker, einfaches Essen, ne? Bemerkt mich nicht. Lecker, lecker, lecker. Ja, hier ist nix. Sieht echt schlecht aus, ne? Aber jetzt haben wir auch keine Fledermaus, theoretisch. Nee, die ist... wo bist du? Ach, bei dir. Ich bin die, die oben liegt. Ah. Die, die immer lacht. Ne, die, die bin ich nicht. Wie heißt die? Kerstin Ott, ne? Wo bist du denn? Du warst jetzt schon wieder bei der Plattform. Ja, im Himmel. Eiche, komm. Der kann dir nicht helfen. Eiche, schnell, Eiche. Eiche, gib Gas. Gib Gas und komm die Steine hoch. Ach ja. Eiche. Hier sind wir sonst nie reingegangen. Wo? In die Mütte. Ach so, warum nicht? Weil hier sowieso nichts ist, wie man sieht. Hm. Wie man sieht, sieht man nix. Das ist wahr. Aber nicht mal irgend so eine Eiche. So eine dämlich. Auch Eiche sich hier, guck, mit 115 Lebenspunkte. So eine blöde Kohle. Nix. Hallo, Eiche. Emma, was machst du hier? Kommen die nicht schon da? Ja. Du bist meine Pomeranze. Was? Ich kauf dir eine Pflanze. Ich bin der Pomme, du bist der Fritz. Was? Du bist das Bona, ich bin der Wachs. So, bitte voll. Ui, dankeschön. Unglaublich. Weißt du, was das Gute ist? Ich hab sie das immer stellen. Das ist mir ein Rätsel. Das Ding an der Sache ist, ich habe meine Pflanzen nicht eingesperrt. Bei dir hast du garantiert eingesperrt, dass man sie nicht gießen kann.
Ich? Nee, nee, deine Großmutter, aber die spielt heute nicht mit. Ausnahmsweise mal nicht. Ich finde es mal so lustig, wenn sie ich sagt. Ohne die Oma. Ah ja, okay. Ah, erwischt. Dankeschön, und, lieber Heiko. Wo geht ihr eigentlich hin? Durch die Höhle, oder nicht? Ja, aber... Ja, ja, aber... Where do you go? Hier ist wirklich gar nichts. Das war schon die zweite Runde. Was ich nicht verstehe, ist, dass hier zum Beispiel überhaupt keine einzelne Kiste mehr spawnt oder so. Also, könnte ja rein theoretisch Kiste auch. Spawnt da nicht. Nee, aber... Hast du dir jetzt was gebrochen? Nein. Warum nicht? Und halt, ich bin gerade runtergesprungen, um an der Fledermaus vorbeizulaufen und den Pelz zu holen. Ach, da war das? War aber hoch, ne? War mir gar nicht so bewusst. Nee, wenn du Pilze siehst, das ist wie im Rausch. Ja. Schaltet sowieso sofort das Gehirn ab. Spiralen in den Augen, ausgestreckte Arme nach vorne, Zunge raus und hin. Deine Aussage hat einen Fehler, liebe Julia. Meine Aussage haben alle Fehler, du findest nur nicht immer alle. Ich habe aber jetzt den gefunden, weil du sagst, es schaltet das Gehirn aus, aber das, was nicht ist, kann nicht ausgehen. Ich hab's gedacht. Du kannst das ja auch so gemeine und gehässige Dinge raushauen. Ich dachte, das ist mein Ding. Ich höre ein Gewehr hinter mir an. Sie schießt. Ich krieg dich, du Frettchen. Och, du wolltest meinen Schuh verstecken. Och, wie süß. Wo steckt dieses widerliche Frettchen? Wolf, das Frettchen nennt Andrina Frettchen. Wie geht denn, du Frettchen? Das war aber auch eine 1A-Schauspielerleistung von denen. Also wirklich, das haben die so gut gemacht, die beiden. Ja. Dieses Elende. Guck, guck. Guck, guck. Ich wollte nur Julia auf einen Fehler hinweisen. Ich weiß gar nicht, ich mache keine Fehler. Wir reden noch darüber später. Depare, Depare. Das Dauerzustand, echt. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Wasserweg. Blöder Moll. Aber das war tatsächlich schon die zweite Runde. Ihr kennt das, die Spawnrate ist wirklich minimal. Tja. Ich würde sagen. Aber noch drei Jahre. Damit werden wahrscheinlich die Kristalle ein bisschen an Wert gewinnen. Ja, ich glaube auch. Okay. So, was machen wir? Gehen wir? Ja, ich würde sagen, also was willst du da, wie viel Zeit haben wir denn noch? 8 Minuten, 7 Minuten. Ich halbiere das jetzt. Mhm. So. Wenn du ein bisschen mehr brauchst, ist das okay. Ich brauche momentan nichts. Nee, das ist okay. So. Willst du Kohle? Kohle auch, ne? Kohle brauche ich gar nicht. Kohle? Brauche ich gar nicht. Aber Phosphor, das würde ich nehmen. Das Phosphor nehme ich. Gut. Wir haben noch nicht mal, nach dieser Runde noch nicht mal eine Fledermaus im Ofen. Also wirklich. Schlimm. Ernsthaft. Kriegt ihr denn überhaupt nichts auf die Reihe? Jetzt müssten ja eigentlich die Fledermäuse Level 1 kommen, ne? Wir hatten 3, 2 und jetzt müsste eigentlich Fledermaus Level 1 kommen. Nee, 4. So, ich hab... ja. So? Ja, okay. Okay. Supi. Die Pilze habe ich gegessen. Alle. So. Du hast Wetter wird schlechter. Ja, natürlich. Die vergammeln doch. Eben. Aber doch nicht, wenn Manu dabei ist. Nee, der wird nicht schlecht. Ach nee. Ne? Mach nie die Tür auf. Du hast keinen rein. Mit dem Pferdchen raus. Oh, da hinten ist eine Kohle. Eine Cola? Ja. Gola, aber das wäre doch der Burner. Ich würde so ein Zeug ja bringen, wenn ich jetzt so das Spiel entwickeln würde, ne? Da würdest du so durch die Grotte gehen, dann gehst du mit den Haken da runter und dann ist die Lava da und hier und da eine Fledermaus und da kommst du in die Ecke, steht da so ein Cola-Automat oder so. Kannst du dir eine Cola ziehen?
Da steht einer mit dem Bauchladen. Wolle Cola Kopf. Komm, stehe ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern. So, wo müssen wir rein? Ins Wasser. Ah, wo ist der? Da wäre ich jetzt nicht hintergekommen. Okay. Bist du da? Ja. Hinein ins Löchlein. Manuschka hat erst gegossen, wenn ich feststellen darf, ne? Sehr schön. Also das eine Ding ist noch komplett voll. Eins mache ich gerade voll. Siehste, deine Beete werden auch gegossen, siehste. Und du hattest gerade einen Einserbären hier vor der Nase rumtouren, einen braunen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Der wartet jetzt an der Brücke auf sie. Riechst du auch so, aber richtig hier. Ja, ja, 2 Grad. Das ist richtig hier, macht so einen Ausschlag. Nee, das nicht, aber... Er ist wieder da. Okay, da kümmere ich mich. Auch immer mehr war. Brems Tierleben vor der Tür. Du musst das Bremens Tierleben echt mal ausdüngen. Das kannst du nicht. Wenn er einen tot schießt, kommen 3 zur Beerdigung. Ist so. Oh, wie hoch denn noch? Ja, ich hab ich auch gerade gedacht. So. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich schwimme nach Hause. Ja, ja, ich auch. Vielleicht finde ich ja noch die eine oder andere. Ja, war auch gerade mein Gedanke. Musst du ja alles nachdenken? Echt mal. Muss sie mir alles vormachen? Oh ja, ganz tief auf dem Boden, 2 Stück. Ich habe auch eine jetzt. So langsam neigt sich die Sonne, ne? Ein paar Minuten habt ihr noch, aber es geht gen Abend. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt habe ich, glaube ich, 3 inzwischen, ne? Ich bin ja dabei, Eisenbarren so ein bisschen heranzuzüchten. Für Kletterhaken. Um mir einen zweiten roten Punkt auf die Schrotze zu basteln. Ach so. Aber das dauert noch. Ich werde jetzt, glaube ich, anfangen, mir mal Zweitwaffen zu machen. Ja, eine Zweitwaffe habe ich schon, die haben aber nur 0815. Habe ich mir jetzt wieder eine gemacht. Die muss nicht unbedingt einen Punkt haben. Das ist ja nur, um das Leben am, um nicht ganz nackig loslaufen zu müssen, wenn man am Arsch der Welt den Rucksack verloren hat. Damit man dann, wenn man schon am Bett wieder spawnt, dass man dann auch was davon hat. Jacke, Pistole, naja, Schrotze braucht man schon. Also wir können zusammen singen, ja, aber wir müssen jetzt nicht alle durcheinander reden. Ich habe jetzt gerade den Meeresboden nach einer Perlas abgetaucht. Ich war ganz konzentriert. Ich auch. Nicht alle durcheinander, Kinder. Ja, genau, das war auch mein Gedanke so. Als ich so das Grillengezirpe schon auswendig kannte. Ich brauche mal ein ordentliches Grillenzirpen als Soundfile. Ja, ich habe das irgendwo habe ich das mal im Video eingebaut. Ich glaube irgendwo beim Landwirtschaftssimulator, glaube ich. Unbedingt. Oh, da ist noch eine. Oh, ich muss noch mal runter. Oh, aber es wird dunkel. Aber es wird dunkel. Ja, ihr seid noch nicht hier, ne? Die kann ich ja nicht. Die hol dir, weil das ist ja. Die Sonne wird langsam rot hinter den Bergen. Also eine Minute noch, dann dürfte sie. Du hast ja anmoderiert, ne? Ach, jetzt muss ich auch wieder. Ach so, ja. Was dann war ja. Okay, danke, tschüss. Das ist hier Haus. Ach, das bin ich. Das bin ich. Was ist das für ein Haus? Ach, das bin ich. Nein, also ich wohne hier. Kann ja jeder sagen. Ja, der Bär wohnt bei deinen Hühnern im Hühnerstall, ne? Oh, okay, warte, den nehme ich jetzt direkt mal auf. Über den Haufen. Ja, Julia, wenn du magst, kannst du ja schon. Ja, die Sonne, die schiebt sich jetzt gerade hinter die Berge, wird roter und blutiger. Ja, und dann sehe ich die Manu, die ist schon zu Hause. Oder wer steht da bei Manu auf der Terrasse? Auf jeden Fall werden wir uns jetzt alle zur Ruhe begeben und freuen uns für euch übermorgen, für uns gleich, einen neuen Tag zu beginnen und hoffen, euch alle wiederzusehen. Bis dann, bye bye und tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.